Seid gegrüßt und willkommen zur 8. Folge meiner Graveyard Keeper Serie. Die letzte Folge ist leider fast eine Woche her. Wir haben die Brücke repariert, herausgefunden, dass ich beim Schmied lernen konnte, wie man Erze abbaut und wie man schmiedet. Und weil ich den Friedhof so schön in Schuss gebracht habe, darf ich nun in die Kirche und dort Predigten abhalten. Ich habe nur leider gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wir werden das schon herausfinden, oder? Viel Spaß mit dem Video. Sehr, sehr viel Brot, wodurch wir lange arbeiten können. Falls das Feuer reicht. Oh oh. Brennstoff, Brennholz, ja. Alles rein da. 130 nur. Ob das genug ist? Ich kann nur 16. 2. Dumm die Dumm. So. Oh oh. 16 Stück. 40. Das braucht nur 40. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir mehr Brot machen können, aber was soll's. Fertiges Brot. Wo ist denn hier? Ich habe alles reingetan. Gut. Roter Apfel. Achso. Warum nehme ich die nochmal mit? Ich will die abgeben, ne? Gut. Wir schauen erstmal, was mein Garten so oder hier die ganzen Sachen so machen. Oh, Feuerholz. Brauche ich gerade nicht. Ist hier was fertig geworden? Was ist mit dem Weizen hier? Nee. Ah, Kompost ist fertig, das ist schön, aber da gehe ich nicht dran. Ich muss erstmal. Oh, oh, er ist gerade angekommen, ein Glück. Oder will mit mir reden. Hey. Ja, eins, zwei, drei, vier, ja. Esel verdienen noch mehr Karotten. Ja. Okay. Was machst du da? Ich streike. Oh nein. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse. Ja. Und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Ja. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Ja. Oh nein, der will Karotten. Ja. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ich ertrage diesen Klang nicht mehr. Ja. Oh nein. Ja. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Kirchentag oder was das ist, glaube ich. Ja. Und zuletzt, ich will besser von dir bezahlt werden. Ja, von dir. Ja. Okay. Ja. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich Ressourcen. Und ich will meinen Anteil. Ja. Oh nein. Ja. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten. Ja. Im Voraus. Ja. Oh nein. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Ja. Okay. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keinen anderen Esel. Naja. Ja. Toll. Also baue ich diese Kiste. Na, ein Glück, dass ich Karotten dabei habe, die ich eigentlich an den Händler da geben wollte. Gut, und jetzt die Karotten da rein. Ja. Okay, voll die Bedrohung hier von ihm. Erpressung. Na, also, war doch gar nicht so schwierig. Haha. Und das ist erst der Anfang. Ja. Oh nein. Musst du das unbedingt hier machen? Oh nein, der kackt wieder hier hin. Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße. Ja. Das ist mein Manifest. Ja. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Ja, ich auch. Ja, bin ich auch. Ja, nur nicht zu dir. Ja. Ja. Nimmst du jetzt die Karotten oder muss ich sie dir noch irgendwo reinstecken? Gehen. Der wartet doch jetzt nicht wirklich aufs Öl, oder? Ich dachte, ich hätte schon genug zu tun mit dem anderen Kram. Wie krieg ich denn jetzt Öl her? Oha, Bücher schreiben. Papierherstellung, das kann ich doch schon mal lernen. Schweinelederhaut, was? Oh nein. Das andere braucht alles Glaube. Hä? Papierherstellung? Papierherstellung. Hä?
egal. Genau. Ist hier vielleicht Öl mit dabei? Brauerei kann ich noch nicht. Starker Alkohol, das klingt doch schon mal etwas mehr nach Flüssigkeit. Mischen. Schmiedekunst, da wird kein Öl sein. Aber schau mal, Glasbläserei, Glasbläserei, kein Öl. Bauen und Handwerk, vielleicht ist hier irgendwie Öl, dass ich das irgendwo... Hier vielleicht, ja, die schalte ich anders frei. Aber vielleicht doch bei Landwirtschaft und Natur irgendwie aus irgendwas rauspressen. Verdauung, was? Ach so. Stark an den... Theologie wird es nicht sein. Was? Flugblätter? Trug? Okay. Prediger. Oh ne, nicht, dass ich hier aus den Leichenöl raushole. Oh ne. Ja, wo kriege ich denn jetzt das Öl her? Eieiei. Also eigentlich wollte ich ja in die Kirche gehen, zum gucken, ob ich, wie ich das mit den Predigten mache. Kann ich hier irgendwas bauen? Also ich kann erstmal nur abreißen, ich habe noch nichts freigeschaltet. Gut, beten. Das kann ich nur am nächsten. Okay, das kann ich einfach so, oder was? Gut, gut, gut. Was war hier im Keller? Hier kann ich doch bestimmt... Ach ja. Genau. Arbeitstisch. Genau, ich brauche kegelförmige Gefäße. Eisenstücke und Nägel brauche ich. Also 4 Eisenstücke, 10 Nägel. Sollte ich eigentlich immer irgendwie auf Vorrat haben. Ach, guck mal, ich habe ja Eisen. Komplex. Oh nein, warte mal. Was brauche ich für Eisenstücke? Einfache, komplexe. Wow. Also baue ich mir erst einen Arbeitstisch. Wo kriege ich denn die Gefäße wieder her? Es wird nicht einfacher. Was kann ich denn hier reinstecken? Blut. Wissenschaft, wo kriege ich das denn jetzt her? I. Flüchtiges Gebet. Ach ja, das habe ich ja schon. Huch. Prediger. Blablabla. Wissbinden, du hast erfindest. Gegenstände, vielleicht eine Geschichte. Findest du das Wesen? Es sind viele kleine Dinge kombinieren manchmal große Geschichten von Dialogen. Geschichten von Dialogen. Ich denke, ich baue erstmal die normalen Eisensachen. Oder, ja, die hier. Die einfachen Eisenstücke. Guck, dass ich genug Holzbalken und Holzkeile habe. Und guck, dass ich den ganzen Mist hier mal aufräume, dass ich überall durch kann. Das ist nämlich schon nervig, wenn man immer den langen Weg gehen muss. Oha, ist es schon dunkel? Ich darf nicht vergessen, hier an diesem Tag muss ich halt dahin, in die Kirche. Zum Beten. Hä, das... Achso, das war noch dran. Ups. Ich dachte, es wäre schon durch. Sag doch was. Was ist denn hier los? Muss noch durch. Ah, hier kann ich nochmal eben weitermachen. Dumm, die dumm. So, was haben wir hier noch drin? Holzscheite. Die konnte ich doch weiterverarbeiten. Die können weg, die Maden. Torf, den brauchen wir auch gerade nicht. Warte mal, 4 brauche ich doch immer nur, ne? Oh, oh, hätte ich ja schon einsam einpflanzen können. So, was machte ich hier nochmal? Hier machte ich Holzscheite. Ich brauche... Was brauchte ich? Balken oder... Ich bin so vergesslich. Eisenrüstung? Nee. Eisenmeißel? Nein. Holzplanke? Das waren Planken, die ich brauchte, oder?
Wie immer bin ich ratlos. Aber nicht rastlos. Brot essen. Benutzen, benutzen, benutzen. Ja, Holzkeile brauche ich. Ich hoffe, das waren Planken, die ich brauchte. Fertigen. Das war hier. Holzkeile, genau. Hammer 50. Ja. Was? Ups, was? Hä? Ich verstehe das System jetzt gerade nicht. Okay. Ich fange einfach mal an zu arbeiten. Brennholz. Das brauche ich ja auch für den Schmiedeofen da, für den, wie heißt denn das, Schmiedeofen? Und ich muss wieder Brot essen und ich hoffe, ich stelle genug Brot her. Hier ist vielleicht doch etwas viel Brennholz. Ah, guck, dann kriegt man den Holzscheit wieder. Dann kann man also abbrechen. Und verschwendet halt Energie. Ja, das soll jetzt erstmal reichen. Oh, sind die hier fertig? Nein. Pflanzen. Karotten. Ja, richtig. Was hatte ich denn noch dabei? Karotten und Weizen. Hier habe ich den Kohl, dann mache ich hier den Weizen rein. Pflanzen, Torf, Pflanzen, Weizen. Mache ich auch direkt Torf rein. Oh, ich hätte den vielleicht direkt daneben. Egal. Dumm, die dumm, die dumm. Oh, wieder Eisen fertig. War denn hier mein Schmiededings? Das hier? Nee, das hier. Oh, warte mal, was war das? Das war auch dieses Schleifstein-Dings, ne? Die reicht ja noch, die Schaufel. Gehen wir hier in den Amboss. Einfache Eisenstöcke. Moment mal, ich kann bessere Werkzeuge mir bauen. Wo kriege ich diese Holzstöckchen her? Die sammle ich doch, ne? Oder mache ich die auch hier? Nee, die sammle ich wohl. Du sammelst jetzt Stöckchen. Aber ich werde dich auch mal schlafen schicken, weil irgendwann wirst du auch immer müde. Komm, noch ein Bäumchen hier. Ach ja, natürlich ist das wieder so einer, den man nicht einfach so zerhacken kann. Weil er halt vertrocknet ist. Der braucht dann natürlich eine bessere Axt, ist klar. Das müsste ich... Ja, okay, nochmal drei dazu gekommen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich genug für besseres Werkzeug. Nicht zwei. Das ist verrückt. Hallo? Eins? Achso. Boah, braucht aber schon viel Energie. Bäm, neue Axt. Ja, nicht zu viel essen. Ich will ja mich gleich hinlegen. Dann eine neue Schaufel. Gut, dass ich nicht repariert habe. Und eine neue Spitzhacke. Oh wehe, das eine Brot wird nicht reichen. Doch, das muss reichen. Ich möchte jetzt nämlich nicht extra dafür reingehen. Wunderbar. Das heißt, ich kann meine neuen Sachen ausrüsten. Die alten hier reinlegen als, keine Ahnung, ich werde die wahrscheinlich wiederverwerten können. Dann gehen wir hier rein, sammeln das Brot ein. Ich kann eigentlich mehr Karotten nehmen, ne? Den ganzen Stack. Falls ich die, wenn ich eh schon welche mitnehme, kann ich den Stack auch voll machen. Ich warte immer noch auf die Rüben, ne? Ja. Legen wir uns kurz hin, tags. Das Öl. Kann ich Öl herstellen? Ich habe keine Ahnung, wo ich das Öl herbekomme. Ich sollte mal mit dem Schädel reden.
aber erstmal kurz ausruhen, damit der nicht irgendwann vor Müdigkeit zusammenbricht oder sonst was. Da habe ich nämlich so die Befürchtung wie in Stardew Valley. Da kippt man ja auch gerne um und das kostet dann ein bisschen Gold und ja. Oh, es wird Nacht. Oh, oh. Ja, erfrischt fühlen ist immer gut. Wie viel Brot haben wir? 16. Könnte mehr sein. So, bisschen Eisen fertig. Ich wollte ja hier die Sachen machen. Eisenstücke und Nägel. Ganz vergessen. Was will ich haben? Dumm, die dumm. Man braucht aber immer 4 pro Aufräumung, ne? Und ich wette, ich habe gleich eh wieder die falschen Holzteile dabei. Immer 10 Nägel, ne? Nicht 10 Nägel, sondern 10 Nägel. Wie viele Nägel habe ich denn jetzt? 6. Machen wir nochmal 12. Brennholz, Holzkeile, Brennholz, Holzplanke. Holzplanke, Balken. Ich meine, da war noch irgendwas anderes. Balken. Da nicht. Geht ja nur hier. Holzplanke. So, gehen mal. Konnte man vom Keller aus auch Richtung Kirche? Ja, oder? Du kannst ja direkt hier testen. Ausräumen. Okay, ich habe die richtigen Sachen. Hey, ich kann sogar 4-mal? Ja, bestimmt, mal gucken. Das wäre sehr schön, wenn ich jetzt hier direkt in mein... Oh ja. Ach so, man braucht einen Holzbalken, den ich noch nicht herstellen kann, da ich eine Kreissäge benötige. Ach so, mir fehlt auch dieser Glauben da, okay. Okay, Holz... Balken ist was anderes als das, was ich habe. Und ich brauche eine Kreissäge dafür. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir eine Kreissäge bauen können. Aber ich denke nicht. Oh, jetzt habe ich gedrückt. W. Dann komme ich wieder hoch. Gut zu wissen. Steinschneider. Habe ich doch schon, oder? Oh, vergrößern. Komplexe Eisenstücke. Ich kann richtigen Amboss machen. Das heißt, ich kann mehr herstellen, aber wo bekomme ich denn die Kreissäge her? Holzfäller, Holzbeit, Aufbaustand, Kreissäge. Okay, brauche ich auch wieder Glauben zu, aber und 200 davon, aber bis dahin habe ich das bestimmt erarbeitet. Jetzt schaue ich mal, jo, ich kann abernten. Nein, abernten, nicht ausgraben. Karotten. Oh, und neuer Weizen. Ich brauche unbedingt viel mehr Weizen. Ich muss Brot bauen ohne Ende. Okay. Da wir ja noch nicht voll sind, noch nicht. So, anfertigen. Anfertigen. Jetzt habe ich ja wieder Platz, oder? Nein. Kisten. Ich brauche Kisten. Ich brauche so viel. Oh, ich kann Kisten. Oh. Ach so, natürlich nur die Stellen hier. Wow, das ist nicht schön. Ja, Kiste gebaut. Eisen gesammelt. Ach so, Kiste. Bauen, 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 öffnen. Ja, da legen wir erstmal diese ganzen Sachen rein. Und das da auf jeden Fall. Und 17 nur von euch. Kohlsamen 2. Die Steine könnte ich eigentlich auch hier lassen und Holzscheite, ne? Das nehme ich mal mit. Oh oh, welcher Tag ist heute? Lauf! 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 Der Esel steht noch da.
frisst die Karotten nicht. Sehr gut. Hey, nochmal mit dem Reden. Nach der Aufgabe fragen. Du, das Geistliche, bist, solltest an unseren kirchlichen Aktivitäten teilnehmen. Ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für die Armen eröffnet. Wo ist denn die Kathedrale? Das hilft dabei, mein Image zu verbessern. Wenn der Pöbel hungrig ist, passt mein tadelloses Aussehen nicht ganz ins Bild. Haha. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln. Und du scheinst Lehmablagerung vor deiner Kirche zu haben. Mach mir ein paar Schüsseln und ich gebe dir den Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir mit ein paar Dings für den Anfang. Aha. Ich kaufe dir auch gerne Brot für die Suppenküche ab. Zum Kircheneinkaufspreis, versteht sich. Ich hatte keine Aufgabe und... ja, egal. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Das Konzept von Erde. Sammeln. Sand. Du kannst Sand aus Sandhaufen in der Nähe von Gewässern aufsammeln. Sammeln. Lehm. Grabe Lehm aus Lehmablagerungen aus. Gut. Schüsseln. Gespräch beenden. Eintreten. Wie halte ich denn jetzt so ein Gebet hier ab? Beten. Predigt wählen. Flüchtiges Gebet. 10 Glauben für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem irgendwie. Effekt Glaube mal 2. Gut. Nehmen wir das. Ich würde gern ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll! Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Ich krieg Glaube zugeworfen. Geil. Was tut er da? Genki-Dama? Toll, toll, okay, okay, okay. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt, tolle Predigt, tolle Predigt. Kling. Kling, 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 kling. Okay, das war einfach. Und ich habe 3 Glaube dazu gewonnen. Juhu, kann ich jetzt hier Geld rausnehmen oder was? Besucher 5, erhaltener Glaube 1, Spenden gesammelt 12 Kupfer, Ergebnis Erfolg, Erfolgschance 50%, Glaubensbonus 2. Okay, das war interessant. So, aber was weiß sie mit den Lehmablagerungen? Das habe ich nicht verstanden. Wo soll denn hier Lehm sein? Ich brauche eine neue Technologie. Lehm, wo finde ich denn jetzt den Lehm? Kann ich diese Heckendinger? Nee, da war ich ja gerade dran. Nee, das kann ich wieder. Hä? Toll. Warum kriege ich nicht weg? Aber dieses Gestrüpp hier. Ich kann nicht reingraben, ne? Nö. Aber der Typ, der meinte, Brot kann ich ihm auch verkaufen. Das heißt, ich muss schnell zum Landwirt, um mir dort Saatgut zu holen. Moment, habe ich Geld? 20 Kupfer. Gut, lassen wir den Plan mal. Ich muss irgendwie ans Öl kommen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Okay, dann schaue ich, dass ich ihm... Nee, erstmal backe ich Brot. Dass ich dem Typen, dem Bischof da, seine Schüsseln da machen kann irgendwie. So, Weizen. Ich habe doch gerade Weizen. Moment, habe ich... Ich habe keinen Weizen. Also vor meiner Kirche sind Lehmablagerungen. Ist das hier vielleicht so eine Lehmgrube? Ah! Interessant. Essen, essen. Oh, ich habe wieder nicht angepflanzt. Hm.
Aber wenn ich jetzt Leben sammle, muss ich den noch irgendwie brennen, oder nicht? Okay, das ist hier so eine unendliche Quelle, oder was? Tee. Handwerk. Urban, das ist bestimmt hier Landwirtschaft und Natur. Schmiedekunst? Weil da ist auch Glas drin, ne? Ich habe immer noch nicht die Punkte hier. Ach ja. Lehm, genau. Blaupause, Drehscheibe. Politurpaste. Gut, schalten wir das voll. Ja, da brauchst du wieder dieses andere, was ich nicht habe für. Okay. Ich müsste auch mal so langsam wieder Eisen finden. Also Eisenerz, denke ich. Oh, und Steine vielleicht? Ist das hier Erz? Nee. Oh, hier komme ich nicht durch. Zerstöre es. Konnte ich jetzt hier oben Erz finden? Oh nein, Fledermäuse. Obwohl. Einer nach dem anderen, bitte. Oh oh, wow. Da kannst du echt dran sterben, wenn du nicht genug gegessen hast, dass du nicht kämpfen kannst. Oh oh oh. Nee, das Bienenstock-Dings. Was brauche ich denn hierfür eigentlich? Oh, okay. Machen den Weg frei. Keine Energie. Bringt nur 5 und hier 5. Kohlsamen. Könnte man mal einpflanzen, wenn man dran denken würde. Oh Mann. Und noch mehr Fledermäuse. Super Idee, ohne Energie da hinzugehen. Oh oh. Ah, lauf, kleiner Friedhofswärter. Und iss erstmal. Cool. Brot. Karotten, damit du besser gucken kannst im Dunkeln. Schon ein tolles Kampfsystem, einfach nur die Leertaste zu drücken. Wald beim Fluss. Komm her, Fledermaus. 3, 2, 1, jetzt. Nein. Komm her. Ja, er wird müde. Dann gucke ich noch, wenn ich eine Fledermaus sehe, hau ich ab. Oh, was steht hier? Wie viel Holz ich wohl aus diesem Baum bekommen könnte, wenn ich doch niemals müde würde und super stark wäre. Das steht auf dem Schild. Baumsägewerk. Ach, das heißt unendliches Holz, oder was? Okay. Dumm-di-dumm. Hier sind überall Steine. Ein paar Bäumchen, die ich abholzen könnte. Na gut, dass er müde wird. Er hat keine Energie mehr, er ist angeschlagen. Und er sitzt zu Hause. Und der hat wieder ein wenig. Oh, warte mal. Kann ich doch hier noch eben das restliche Eisen einschmelzen? Glas. Flusssand. Ich brauchte für irgendwas Glas. Später. Oh, das dauert aber voll lange, oder? Machen wir erst 3 Eisenstücke da rein. Soll ja nicht die ganze Zeit über belegt sein. Hatte ich hier was drin? Nein. Was habe ich jetzt dabei? Lehm. Ich muss gucken, was das eine da. Schlafen erstmal. Ganz ruhig. Dam, 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 dam.
Stamm. Leben heilt, Energie auch. Das ist schön. Und ich bin aufgewacht und ich fühle mich so erfrischt. Gut, Eisen ist nur eins fertig. Baudingsbums hier, wofür ich wahrscheinlich wieder keinen Platz habe. Ich brauche die komplexen Eisenstücke. Aber ich denke nicht, dass ich... Oh, ich habe doch noch Platz dafür. Aber was braucht es jetzt? Drehscheibe, Stein? Okay, bauen wir das Ding. Ich kann so bauen, dass ich hier nicht mehr durchkomme. Super. Den Amboss würde ich gerne noch bauen. Ich hoffe sehr, dass ich den nicht mehr brauche. Oh, ich krieg sogar Metallschrott. Wow. Amboss. Dumm, die dumm. Ach, der ist schon direkt da. Sehr gut. Oh, komplexe Eisenstücke. Na, wer sagt's denn? Kann ich jetzt so ein Sägedings bauen, was mir fehlte? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann den Hof erweitern. Warte mal, Sägebock. Steinstein habe ich schon. Drehscheibe wollte ich bauen. Hier war doch irgendwo... Ach, der Hof. Achso, ich brauche auch noch 10 davon. Na, das dauert hier so ewig mit dem Eisen. Oh, ich habe wieder ein paar Maden. Schön. Wozu brauche ich euch nochmal? Warum habe ich keinen. Habe ich wieder keinen Platz? Bin wieder komplett voll. Das kann doch nicht sein. Dumm, die dumm. Holzscheit. Komm, ein Stückchen auch weg. Torf, auch weg erstmal. Fledermausflügel, oh man, ich muss das irgendwann alles sortieren. Das wird ein Spaß. Lehm weg. Du. Pflanzen. Oh, ich hatte noch irgendwas zu pflanzen. Oh, ich habe wieder Weizen. Okay, 7 Samen. Nicht graben. Ich kann fast zweimal wieder, aber ich habe vielleicht, also mit Glück habe ich noch mehr Weizensamen hier drin. Oder auch nicht. Bam, bam. Stecke ich jetzt 8 da rein? Nee, warte, mach das so. So Karottensamen. Da fehlt mir natürlich einer. Kohlsamen. Gut. Die weg. Wieder Brot backen. Torf, oder wie das heißt, sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Oh, und hier. 8 oder 4 kommen immer da rein, ne? Genau. Was brauche ich? Torf, habe ich gesagt. Immer ein. Nehmen wir mal 2 weg. Fertigen. Okay. So, Pflanzen. Ist da schon getorft? Ja, ne? Weizensamen. Genau, hier muss ich erst wieder Torf reinlegen und. Nee, nicht da. Pflanzen, Weizen. Was hatte ich denn noch für Samen? Saatgut dabei. Karotten und Kohl. Oh. Okay, Karotten. Mache ich hier so ein neues hin. Karotten. Kohl wollte ich hier hin. Genau. Nee, ich habe da nichts mehr drin. Das ist schön. Ich könnte Brot backen. Dann muss ich halt aufs Eisen warten, damit ich mir das daraus bauen kann, was ich bauen wollte. Ich nehme vorsichtshalber mal ein wenig Wasser mit. Und ich baue das hier mal zu Ende.
Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Oh, ich kann keramisch schützen direkt schon. Wieso habe ich denn ein... Ah, in der Kiste ist Wasser. Okay, machen wir das, bevor wir das Brot anfangen. 33 Schüsseln. Keramikschüsseln. Oh, ich habe nicht mehr so viel Brot. Dann backe ich wohl doch erst etwas, ein wenig Brot. Ich habe echt keinen Teig mehr da. Ich habe Mehl. Wow. Backe, backe, nee, Mehl machen, Mehl machen, Mehl machen, Mehl machen. Von Hand. Mhm. Gut, essen wir hiervon was. Und das kann ich nicht abbrechen. Mhm. Brote. Alle, die ich machen kann. Oh, ich habe sogar zu wenig Wasser. Das ist selten. Selten vorgekommen bisher. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ich wette, jetzt fehlt das Feuerholz. Das geht, ich kann schon einiges noch reinpacken. 40 Brot. Oh. 36. Okay. Komm, ich esse noch was. Um hier den Teig fertigzustellen. Weg und weg. Ich könnte alle Karotten mitnehmen. Ja. Und den gesamten Kohl habe ich hier wieder Platz. Das ist schön. So, haben wir ja heute wieder einiges gemacht, würde ich sagen. Also wir haben die erste Predigt gehalten. Wir haben einen richtigen Amboss gebaut. Und wir können jetzt wahrscheinlich, ja, wir können Schüsseln herstellen und auch Glas, wenn ich rausfinde, wo ich den Sand herbekomme. Dann können wir wieder neue Sachen bauen. Dann muss ich noch rausfinden, wo ich dieses neue Sägedings herbekomme, damit ich den Durchgang machen kann von meinem Keller in den Kirchenkeller, was natürlich eine super Abkürzung wäre. Ja, und dann muss ich schauen, wo ich das Öl finde. Vielleicht recherchiere ich das auch mal jetzt gleich oder das nächste Mal. Ja, also wenn euch das Video heute gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und damit ihr kein neues Video verpasst, lasst mir auch zusätzlich noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Und gute Nacht.